Hallo liebe Freunde, willkommen zu Gott auf einer Seite. Heute mit Seite 213. Lasst uns gemeinsam beten. Lieber Vater im Himmel, wir möchten dich so sehr bitten, dass du uns auch heute nahe kommst, dass wir lernen, unsere Herzen zu beschneiden, demütig vor dir zu wandeln und dich von ganzem Herzen zu lieben. Sprich du durch dein Wort zu uns, das bitten wir im Namen Jesu. Amen. Wir sind in 5. Mose 11. Gott erinnert durch Mose das Volk an all die großen Taten, die er in der Wüste für sie getan hat. Und erinnert sie daran, dass das Land, in das sie kommen wird, nicht so sein wird wie das Land Ägypten, wo sie mit ihrer eigenen Kraft, ihrer eigenen Beinkraft durch Fußpumpen vom Nil das Wasser auf die Felder bringen konnten. Wir lesen in Vers 11, sondern das Land, in das ihr zieht, um es in Besitz zu nehmen, ist dein Land mit Bergen und Tälern. Es trinkt Wasser vom Regen des Himmels. Mit anderen Worten, es ist vom Himmel abhängig. Damit sollte illustriert werden, dass wir als Menschen nicht durch eigene Kraft unser Leben führen können, sondern vom Himmel abhängig sind. Es ist dein Land, um das sich der Herr, dein Gott, kümmert, auf das die Augen des Herrn, deines Gottes, alle Zeit gerichtet sind. Vom Anfang des Jahres bis zum Ende des Jahres. Gott sorgt für uns vom 1. Januar bis zum 31. Dezember. Wenn ihr nun meinen Geboten eifrig gehorcht, die ich euch heute gebiete, sodass ihr den Herrn euren Gott liebt und ihn mit eurem ganzen Herzen, mit eurer ganzen Seele dient, gehorsam ist nicht ein Abhaken von Pflichten. Gehorsam ist Liebe zu Gott und eine Hingabe von ganzem Herzen in sein Werk. So will ich den Regen vor euer Land geben, zu seiner Zeit Frühregen und Spätregen, dass du dein Korn, deinen Most und dein Öl einsammeln kannst. Was bringt den Frühregen? Völlige Hingabe, Liebe zu Gott. Was bringt den Spätregen? Liebe zu Gott und völlige Hingabe an sein Werk. Und dann werden wir ernten können. Und ich will deinem Vieh auf deinem Feld Gras geben und du wirst essen und satt werden. Hütet euch aber, dass sich euer Herz nicht verführen lässt, sodass ihr abweicht und anderen Göttern dient und euch vor ihnen niederwerft und dass dann der Zorn des Herrn über euch entbrennt und er den Himmel verschließt, dass kein Regen kommt und die Erde ihren Ertrag nicht gibt und ihr bald ausgeordnet werdet aus dem guten Land, das der Herr euch gibt. So nehmt euch nun diese meine Worte zu Herzen, und in eure Seele und bindet sie zum Zeichen auf eure Hand. Und sie sollen zum Erinnerungszeichen über euren Augen sein. Genau das haben wir in 5. Mose 6 gelesen. Das Wort Gottes, sein Gebot, sein Gesetz soll in unserem Herzen sein, in unserem Denken. Wir sollen uns daran erinnern, immer wieder davon sprechen. Diese Worte, 5. Mose, so eine wichtige Botschaft. Gott wünscht sich, dass wir immer wieder darüber nachdenken und diese Worte uns wirklich zu Herzen nehmen und nach ihnen leben. Und ihr sollt sie eure Kinder lehren, indem ihr davon redet, wenn du in deinem Haus sitzt oder auf dem Weg gehst, wenn du dich niederlegst und wenn du aufstehst und schreibe sie auf die Pfosten deines Hauses und an deine Tore, damit du und deine Kinder lange leben, in dem Land, von dem der Herr deinen Vätern geschworen hat, dass er es ihnen geben werde, solange der Himmel über der Erde steht. Gott wünscht sich, dass wir über die Wahrheit, wie er sie uns gegeben hat, über das ewige Evangelium, den neuen Bund, sein Gesetz, wie es seinen Charakter beschreibt, dass wir darüber reden, zu unseren Kindern, zu unseren Freunden, unseren Nachbarn, dass wir im Alltag, in der Familie, immer wieder über die großen Taten Gottes in unserem persönlichen Leben reden und uns gegenseitig ermutigen, fest an Gott zu halten. Denn wenn ihr dieses ganze Gebot, das ich euch zu tun gebiete, getreulich haltet, dass ihr den Herrn euren Gott liebt, dass ihr in allen seinen Wegen wandelt und ihm anhängt, mit ihm verbunden seid. So wird der Herr alle, diese Völker, vor euch her vertreiben, sodass ihr Völker aus ihrem Besitz verdrängt, die größer und stärker sind als ihr, wenn wir Gott lieben und seinen Wegen aus Glauben folgen, dann wird Gott alle unsere Feinde besiegen. Jede Sünde, jede schlechte Gewohnheit, selbst die, die viel größer sind als wir selbst. Jeder Ort, auf den eure Fußsohle tritt, soll euch gehören. Von der Wüste an, vom Libanon und dem Euphratsturm bis an das westliche Meer soll euer Gebiet reichen. Niemand wird vor euch bestehen. Der Herr, euer Gott, wird Furcht und Schrecken vor euch über alle Länder kommen lassen, die ihr betretet, wie es euch verheißen hat. Wer mit Gott ist, braucht sich vor nichts anderes zu fürchten. Siehe, ich lege euch heute den Segen und den Fluch vor. Den Segen, wenn ihr den Geboten des Herrn eures Gottes gehorsam seid, die ich euch heute gebiete, den Fluch aber, wenn ihr den Geboten des Herrn eures Gottes nicht gehorsam sein werdet, und von dem Weg, den ich euch heute gebiete, abweicht, sodass ihr nicht, sodass ihr anderen Göttern nachfolgt, die ihr nicht kennt. Wir haben die Wahl, ob wir Gott folgen wollen, der so viel für unser Leben getan hat, oder ob wir fremden Göttern, Götzen, bösen Dingen nachfolgen, unseren eigenen Gedanken, die wir nicht wirklich kennen. Weil sie uns betrügen. Und wenn dich der Herr, dein Gott, in das Land bringt, in das du kommst, um es in Besitz zu nehmen, so sollst du den Segen auf dem Berg Garizim erteilen und den Fluch auf dem Berg Ebel. Das ganze Volk soll vor die Wahl gestellt werden, Segen oder Fluch zu wählen. Sind sie nicht jenseits des Jordan bei der Straße gegen Sonnenuntergang im Land der Kananiter, die in der Ebene wohnen, Gilgal gegenüber, bei den Terebinden Mores. Denn ihr zieht über den Jordan, um hineinzukommen und das Land in Besitz zu nehmen, das euch der Herr, euer Gott, geben will. Und ihr werdet es in Besitz nehmen und darin wohnen. So achtet nun darauf, dass ihr alle Satzungen und Rechtsbestimmungen tut, die ich euch heute vorlege. Lasst uns gemeinsam beten. Lieber Vater im Himmel, wir wünschen uns so sehr, dass du uns segnen kannst. Und so bitten wir dich, dass wir durch deine Kraft, anfangen, deine Worte in unserem Herzen zu bewahren, dass wir sie als ein Erinnerungszeichen über den Augen tragen, dass wir sie tun, dass wir davon reden und anderen Menschen davon erzählen, Herr, erfülle uns mit deinem Heiligen Geist. Und wir danken dir, dass du uns so sehr lieb hast. Im Namen Jesu. Amen.